Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play 7 Days to Die. Und ich bin völlig unvorbereitet, Leute. Die letzten Tage bin ich, hör mal, ey. Ganz, ganz viel arbeiten, und wenn ich gerade nicht arbeite, beschäftige ich mich mit dem anderen Spiel, was sehr, sehr viel Tiefgang hat, wie ich erfahren muss. Und sehr, sehr viele Komponenten und Taktik und Ideen und boah. Und ja, entsprechend, ja. Verzeiht mir, wenn ich gerade unvorbereitet hier sitze. Wie ein Friseur, nur im Kamm in der Tasche, ey. Moment mal, ich habe gerade gar nichts mit Taschen an. Ich habe gar nichts an! Doch, natürlich habe ich Sachen an. Denkt ihr, ich spiele nackt mit euch? So weit kommt es noch. Ich bin noch nicht pervers. Bin noch kein Schwein. Jetzt ist hier natürlich, apropos pervers. Pervers doof hier unten gerade. Ist das Eisen? Nee. Das ist eine riesen Bleiwand. Die müssen wir im Zweifel dann wegschlagen, wenn wir sonst nichts mehr sehen. Ach so, nee, Quatsch, wir können ja hier rein wieder. In die. So. Das ist Eisen, das sehe ich von hier, Leute. Seht ihr, brauchst du gar nicht so zu klingen wie Stein. Hat sich, wollte mich veräpfeln, Herr Eisen. Ja, ich bin nur ein Stein, hau mich nicht. Am Appel, mein Freund. Das kannst du vielleicht. Hallo, ey. Meine Kuh ist mindestens zweistellig, ich bitte dich. Fall doch auf sowas nicht rein. Alter. Ha! Hast du dir auch so gedacht, Gravel? Ich sehe dich genau. You can't run and you can't hide. Egal, ja gut, das Gravel macht's andersrum. So. Aha. Naja, werden wir schon schaffen. So, jetzt sind wir aber hier schon in der Mine, haben kein Potassium mehr zum Verbuddeln. Und es ist noch nicht mal nachts, Leute. Ich weiß gar nicht, was es geben soll. Ich muss mich nochmal anders hinsetzen jetzt. Seht da unvorbereitet. Nicht mal 5 Minuten konnte ich hier still sitzen. Mann, Mann, Mann. Ja, ist aber auch, wenn man so viel arbeitet und ich sag euch, ich wohne ja hier auf dem Dorf, ne? Mein Telefon, mein Haustelefon, das ist so ein bisschen kaputt. Ständig rufen mich Leute an und sagen, hör mal, warum gehst du nicht ans Telefon? Oder ist irgendwas mit dem Telefon? Ich sage, ja, ist irgendwas. So, nun wohne ich aber jetzt hier verhältnismäßig auf dem Dorf. Und was bis 20 Uhr offen hat, ist das Netto. Was bis 19 Uhr offen hat, ist das DM. Und alles andere macht 18:30. So, nun habe ich aber auch einen ordentlichen Arbeitsweg. Und jetzt habe ich heute extra ein bisschen eher Feierabend gemacht, um mal in die Stadt zu gehen. Und bin jetzt zur Bank und zum Netto und wollte dann noch schnell. Bin dann beim Woolworth rein. Dachte, hier, komm, kaufst du erstmal ein billiges Telefon. Hast du erstmal eins und guckst in Ruhe irgendwie. Wenn du dann mal am Wochenende, nächstes Wochenende geht ja auch nichts. Ja, Tag der Deutschen Einheit. Kannst du ja dir mal ein anständiges Telefon kaufen. Irgendwie beim Technikmarkt deines Vertrauens. Oder da, wo es halt billig ist auch. Weil Haustelefon, was musst du können? Anrufen und angerufen werden. Oh, da habe ich jetzt keine Ansprüche. Da muss auch kein Markenname draufstehen. Es hat mich noch nie jemand besucht und gesagt, boah, dein Telefon ist ja von Sony, Alter. Oh. Ich zeig ja Leuten. Weiß nicht, warte mal. Doch, auf meinem Smartphone steht ein Markenname. Ein kurzer. Es ist nicht Apfel, sage ich euch. Und auch kürzer als Samsung und so. So, jetzt sind wir gleich alle durch. Kann ich hier wieder. Und auch kürzer als Sony. Nee, worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich beim Woolworth geguckt habe und die hatten gar keine Telefone und dann bin ich wieder raus und dann war es auch schon 18.30 Uhr. Und da im Fotoladen, da gab es Telefone. Aber der hatte leider schon zu. Dafür habe ich jetzt früher Feierabend gemacht. Das ist erfolgreich, was? Und jetzt können mich die Leute immer noch nicht zu Hause anrufen und müssen teuer auf Handy machen, wenn sie was von mir wollen. Ja. So ist das Leben. So ist es. Können wir natürlich auch im Internet eins bestellen, aber wie ist da ein Telefon im Internet bestellen? Da muss ich wieder abends nach der Arbeit beim Nachbarn klingeln und pff, ist mir auch unangenehm. Ich auch immer so spät komme, wisst ihr. Ja, und jetzt nehmen wir noch schön auf. Und haben Tag 48. Morgen Abend kommt wieder die Horde. Haben wir noch wichtige Dinge zu tun, müssen noch mehr Muni craften, glaube ich. Apropos noch mehr Muni craften, seht ihr, wusste ich nämlich. Den tat ich so im Urin. Finn. Ist ja widerlich. Muni mit Urin?
Geht bestimmt. Ein anständiger Chemiker kann da bestimmt eine explosive Substanz rausmachen. Wer braucht schon Pipebombs, wenn man Urin-Granaten hat? Pipi-Granaten! Sehr ekelhaft. Sind vor allem die Zombies dann, ne? Wie die dann riechen. Schreckt das vielleicht doch Zombies ab? Hat das schon mal einer ausprobiert? Bestimmt nicht, wa? Mir ist noch eingefallen, genau, ich wollte euch auch noch mal was fragen. Was ist denn, ich habe es gerade gesehen bei mir hier beim Steam, das zeigt ja mal an, wie viel man was gespielt hat und so, wenn man das startet. Und wir haben jetzt 362 Stunden 7 Days to Die auf der Uhr. Das ist schon eine Hausnummer, ne? 362 Stunden. Aber, dann habe ich so drüber nachgedacht. Ein Spiel, also ich finde das erstmal... ja, ich weiß nicht, ob ich das gemein finde, dass einem das immer angezeigt wird, weil dann denkt man so, oh Gott, so viel Zeit, ne? Andererseits finde ich auch nett, dass die das in Stunden anzeigen, weil ich zum Beispiel bin jetzt zu faul, mir das in Tage umzurechnen. Und wenn du zum Beispiel bei WoW eingibst /played, dann siehst du, wie viele Tage, Monate, Jahre, die rechnen das direkt hoch. Also runter, also kürzen das, weg. Also wisst schon, was ich meine, ne? Nehmen die größte mögliche Zeiteinheit, um dir das zu sagen. Und damit sind wir auch direkt bei dem Spiel, was ich in meinem Leben am allermeisten gespielt habe. Also, das... Nee, das geht auf keine Kuhhaut, wie viel Zeit ich in WoW verbracht habe. Und damit sage ich auch immer wieder, absolut worth it. Also, wo viele ja mal sagen, also viele sagen, oh, 13 Euro im Monat, ist ja ganz schön. Ja und? 13 Euro im Monat, ey. Ha! So nichts. Also, als ich noch kein WoW gespielt habe, habe ich mehr Geld für Computerspiele im Monat ausgegeben, weil ich einfach alle Woche, alle zwei Wochen wieder keine Lust mehr auf das Spiel hatte, weil ich mir als letztes gekauft habe, was aber ganz schön teuer war und mir ein neues kaufen wollte, musste, sollte. Tja, so, und dann WoW. Ich habe mir bestimmt, also, nachdem ich es frisch hatte, habe ich es eh gesuchtet ohne Ende. Das kann ich euch sagen. Also bestimmt ein Jahr habe ich kein Geld mehr für andere Computerspiele ausgegeben. Und für einen Zocker, ein Jahr, das ist sonst nichts. Und 13 Euro im Monat ist doch supi, ist doch sparsam. Wenn man jetzt nicht gerade fleißiger Raubkopierer ist, was hoffentlich keiner von euch ist, meine Freunde. Schön brav hier alle unterstützen, die sich Mühe geben, für euch Spiele herzustellen. Bitte euch. Ja gut, ich kann es halt auch, ne, ich gab ja auch Zeiten in meinem Leben, als ich auch jünger war, wenn man halt einfach kein Geld hat, aber trotzdem spielen möchte, macht man... Nein, macht man natürlich trotzdem nicht, aber ne, die Versuchung ist dann halt groß. Aber wenn man es kann, wenn man es sich leisten kann, immer schön machen. Immer schön kaufen, weil... Das, die machen das ja beruflich, die Leute. Ja. Und die wollen ja auch von irgendwas leben. Also das ist ja nicht so, dass die da sitzen und denken, ach komm hier, spendieren wir mal. Ne? Ist ja nicht... Das ist ja... Weiß ich nicht, womit kann ich denn das vergleichen mal? Also Spiele programmieren ist ja keine ehrenamtliche Tätigkeit, wenn man sagt, ich helfe Waisenkindern und programmiere für die ein Spiel. Und dann schenkt man denen das und dann braucht es noch einen Ehrenamtlichen, der Computer für Waisenkinder baut, weil die sonst ihr eigens programmiertes Spiel nicht spielen können. Wisst ihr, was ich mal... Ne, ne? Jetzt gebt mir doch mal ein schönes Beispiel. Weiß ich nicht, wenn ihr Automechaniker lernt, dann sagt ihr auch nicht, hier, komm... Ich hab dir mal dein Auto repariert. Willst du bezahlen? Und dann sagt der Kunde, nö. Und fährt weg. Und ihr habt euch natürlich das Nummernschild nicht gemerkt. So kann man sich das vorstellen. Macht man ja beruflich. Und dann ist das nicht nett. Ist nicht nett, Leute. Raubkopieren. Das ist schädlich. So, hab ich das auch mal. Hab ich auch mal wieder meine Pflicht getan hier. Meine Bürgerpflicht. Wart ihr überhaupt wählen? Hier waren ja gerade ganz viele Wahlen in Nordrhein-Westfalen. Also hier bei mir glaube ich nicht. Ich hatte keinen Brief. Ich hoffe nicht, weil ich gehe immer zur Wahl. Weil das ist auch so ein bisschen, finde ich, Bürgerpflicht. Ne? Und ich hatte auch hier meine Ex-Frau und meine Ex-Freundin auch. Die haben gesagt, ja, Politik interessiert mich nicht. Was soll ich da wählen? Ich sage, weiß ich nicht, ist scheißegal, ey. Im Endeffekt geht doch, also es geht ja darum, was immer der Fall ist, wenn du, ich sag mal, wenn du CDU, SPD, die Großen alle nicht wählen willst, ne? Und auch die Rechten nicht wählen willst.
Und dann gehst du gar nicht wählen, dann kriegen die alle deine Stimme. Weil jede Stimme, die du nicht abgibst, also jede Stimme, die abgegeben wird, zählt mehr, wenn deine nicht abgegeben wird. Weil, ne? Also 1 von 10 ist halt 10% und 1 von 9 ist mehr als 10%. Oder 1 von 8 ist dann 12,5% schon. So müsst ihr euch das vorstellen. Und ich sage immer, wenn ihr nicht wählen geht, dann gebt ihr eure Stimme dem Falschen. Sowieso. Und dann habe ich halt ermutigt, weiß ich, dann wählt die scheiß Tierschutzpartei, ne? Ist mein Ernst. Also Tierschutz ist ja was, womit sich eigentlich jeder auch identifizieren kann. Und auch, weiß ich nicht, ich habe mich noch nie so auseinandergesetzt mit der Tierschutzpartei. Was die sonst noch so wollen. Aber das ist in dem Moment egal. Weil die Tierschutzpartei wird mit an sich in ganzer Wahrscheinlichkeit nicht in den Bundestag einziehen. Aber wenn irgendwie die Tierschutzpartei dann plötzlich bei 3% ist, weil alle, die keinen Bock haben, was Großes zu wählen oder rechts zu wählen oder ganz links außen zu wählen. Also radikal finde ich sowieso immer schon mal schlecht, egal in welche Richtung. Ja, dann wachen die anderen vielleicht auch mal auf. Also wenn man dann spezifisch sagt, hier kommen, was die großen Parteien machen, ist doch alles scheiße. Und, ne. Dann wähl die Tierschutzpartei oder meinetwegen die Grauen Panther, ey. Irgendwas, womit keiner rechnet, was vielleicht auch nicht mal was bedeutet. Aber es bedeutet, wenn 100.000 Menschen das machen, dann haben die auf einmal 3% oder alle anderen denken, wo kommt denn das her? Und so entsteht ja Veränderung im unradikalen Sinne. Gibt ja auch wieder Leute, die wollen die deutschen Panzer wiederholen, und zwar auf Bundesparteitag. Und da alle absägen und wieder den Kaiser einführen. Ist auch nicht der Weg. Aber so, warum bin ich jetzt eigentlich politisch? Warum bin ich... Ach so, wegen Bürgerpflicht, wegen nicht raubkopieren. So entwickelt sich das. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall wisst ihr. Weil, genau, kam nämlich auch im Radio, dass teilweise... War zum Beispiel bei den Stichwahlen, da ging es dann um irgendwelche Bürgermeister. Ein Drittel war nur wählen. Und das ist verhältnismäßig wenig. Also nicht nur, das ist wenig. Tut mir leid, das ist ja eine Politikverdrossenheit. Aber sich dann immer, das mag ich am liebsten. Ich gehe doch nicht wählen. Aber, die scheiß Regierung, bla bla bla. Ja, denn, weißt du, wenn du was anderes gewählt hast, kannst du sagen, ich war dagegen. Also ich habe aktiv was dagegen getan, weil wählen gehen ist aktiv was tun. Wenn du, wenn du die Grünen wählst, kannst du sagen, scheiß CDU, was soll das? Aber wenn du nicht wählst, kannst du nicht sagen, scheiß CDU, weil du hast nichts dagegen getan, dass die CDU gewählt wird. Wisst ihr, was ich meine? So. Und jetzt ist genug Politik, weil es gleich 3 Uhr. Und dann gehen wir wieder raus bald. So, gib Gravel her. Gib doch nicht Gravel her, wo ist das denn? Hängt hier irgendwo, naja. Ja, so, schön, dass wir darüber geredet haben. Und jetzt gibt's noch Shotgun Shells. Genau, richtig. 171, sind das zu viel? Nein. Dumme Frage. Sind uns 171 Shotgun Shells zu viel? Glaube nicht. Soweit kommt es noch. Wo ist denn eigentlich, hier ist mein Getränk? So, habe ich mich wieder in Rage geredet. Im Zweifel wählt die Tierschutzpartei. Da kann nichts Schlechtes bei rumkommen. Gut, ist jetzt natürlich wie bei so Sachen wie... Oder sagt Bescheid zur nächsten Wahl. Lass ich mich aufstellen. Die Finnpartei. Für mehr Fintertainment. Und kostenlosen 7 Days to Die Zugang für alle. Und das ist dann wieder kein Raubkopieren, weil dann muss der Staat die Leute von 7 Days to Die, also die Funpimps, bezahlen. Damit ihr alle 7 Days to Die spielen könnt. So ist dann wieder alles. Und das bezahle ich dann von meinen Steuern. Ich habe es mir anders überlegt, Leute. Kein 7 Days to Die für alle. Ich nehme das zurück. Obwohl, als Wahlversprechen könnte ich das natürlich nehmen. Und dann einfach nicht halten. Und dann kriegen nur... Familien mit mindestens 2 Kindern 7 Days to Die. So machen wir das nämlich. Und dann haben wir auch... Haben wir gleich was gegen die falsch rumme Alterspyramide in Deutschland gemacht. Ha! Was ich für ein unglaublich krasser Politiker bin, ne? Also wie mit einem Schlag habe ich alles gelöst. Quasi, fast alles. Also erstmal haben alle kostenlos 7 Days to Die. Also was ist kostenlos? Ja, also wieder mit Steuern. Aber gleichzeitig machen mehr Leute Kinder, weil sie kostenlos 7 Days to Die haben wollen. Wobei, wenn wir ehrlich sind, ein Kind ist ein bisschen teurer als 7 Days to Die.
kann man sich, glaube ich, eher mal ein 7 Days to Die leisten. Aber das müssen wir ja nicht jedem verraten. Und dann haben wir wieder Kinder. Kinder statt Inder war doch auch mal irgendwann ein Sprichwort. So, ich glaube, das war sehr eisenreich. Ja, ja, sehr schön. Eisenreich. Ja, irgendwas wollte ich noch, habe ich vergessen wieder. Ach ja, genau, Mann, wie man wieder vom Hundertstel aufs Tausendstel, ne? Ich wollte doch, habt ihr jetzt schon geantwortet? Habt ihr jetzt schon gesagt, was für, welches Spiel, also wenn euch spontan keins einfällt, ist schon mal schlecht. Ne, aber es muss ein Spiel geben, also wenn, was heißt es, muss ja nicht, das ist so eure Sache, Entschuldigung bitte. Ein Spiel geben, wo ihr sofort wisst, ja, so viel wie dieses Spiel habe ich in meinem Leben noch nichts gespielt, überhaupt noch nichts gemacht in meinem Leben. So viel wie dieses Spiel. Ich war nicht mal so viel in der Schule, wie ich dieses Spiel gespielt habe. Okay, dann ist vielleicht auch ein bisschen was falsch. Also geht ruhig mehr in die Schule. Außer ihr seid schon sehr, sehr alt. Und erzählt mir dann von Doom, was ihr heute nochmal einmal die Woche durchspielt oder so. Wisst ihr, was ich meine? Was ihr euch zum Release gekauft habt. Auf 2 Disketten. Das finde ich immer noch so geil, wie sich das entwickelt hat, ne? Damals Spiele auf 2 Disketten waren einfach der Knaller, ey. Was die konnten, ne? Und heutzutage kommst du mit 3 DVDs und 27 GB Download nicht aus. Achso, ist ja schon tags und ich turne hier noch rum und pass auf. Ja, wir wollten den Ofen nochmal anschmeißen und noch mehr Muni produzieren. Munition! Ofen, Schmofen? Oh yeah, das ist doch gut. Oh yeah, das ist noch besser. Bigger is better. So, mach hier rin. So. Haben wir noch Kohle hier gelassen? Wir haben eh nur noch 7 Potassium. Okay, das ist jetzt ist Potassium wieder der Begrenzer. Dengel. Stoffen kann uns nur ein Begrenzungspfahl. Oh, ist auch so ein Klassiker von einem Film, ne? Oh, guck mal. Sogar zu viel Shotgun-Muni. Müssen wir bald mal wieder Brassfasskreppen? Quatsch, Fasskreppen. Dingenshobel. Schnubbelhuber. Ja. Und ja. Und dann können wir... Ist immer noch Muni in der Craft. Einen schönen Durst haben wir. Noch jeden ersten Tee getrunken. Dann essen wir noch eine Bärensuppe. Ich habe eine Bärensuppe. 5 Uhr, Tag 49. Ich bin... Was machen wir denn jetzt? Ausflug? Weiß ich nicht. Halte ich gerade nicht so richtig viel von. Dann machen wir hier, komm. So. Achso, müssen wir natürlich auch erstmal wieder vorbereiten. Ach Leute. Und dann noch die Muni. Aber wir haben jetzt schön Muni. Das gefällt mir ganz gut. Und wieder mal ist ein Crafting Grid einfach zu wenig. Ist wieder einfach zu wenig. Wer macht denn solche Dinge? Wollen wir schon mal anfangen, eventuell, weil Holz haben wir ja jetzt viel. Wollen wir eventuell schon mal anfangen? Wie sieht denn der Rollladen hier aus? Ach Quatsch, der Rollladen, die Jalousie, also der. Wie heißt denn das? Der Fensterladen ist das Wort. Tja, und die Wand daneben auch. Was mir hier immer wieder für Floors auffallen in meinem Häuschen. Ja, Alpha 13, ne? Müsste auch bald kommen wieder. Hab mich jetzt wieder eine Weile nicht damit beschäftigt. Alpha 13. Da bauen wir wieder unser eigenes Haus. Habe ich schon mal erzählt, bestimmt. Das ist mir doch irgendwie nicht, so ein Haus zu klauen hier. Bisschen langweilig, muss ich gestehen. Unkreativ. Einfach Haus, Mauer drum. Und auch nicht so stabil. Und nicht so schön. Und, ja. Ich meine, ihr seht's ja, ich bin ja... Wir haben ja die Mauern und, naja. Ihr seht's ja. Ihr seht doch, wie es aussieht hier. Mann, Leute. Wir hatten doch damals nichts. Nach dem Krieg. World War Z. Ist auch ein Film, ne? World War Z. Geht's auch um viele Zombies, kann das sein? Habe ich noch nie gesehen. Warum nicht? Habe ich mir nie die Zeit für genommen. Gibt einfach Filme, die habe ich mir... Wisst ihr zum Beispiel auch Tucker and Dale vs. Evil. Das ist ein Film, den gibt's ja jetzt auch schon ein paar Jahre. Hat mir ein Freund empfohlen und da habe ich auch vom Prinzip her, als ich da einen Trailer oder Preview... Review, keine Ahnung, gesehen habe, dachte ich, oh, der ist bestimmt cool, ey.
Guckst du den mal an? Und hat so lange gedauert, bis ich mir den jetzt endlich mal angeguckt habe. Netflix sei Dank. Auch eine großartige Erfindung. Streamingdienste. So, finde ich persönlich auch nicht unangemessen teuer. Wobei, naja. Jo. Was ist da hinten los? Ist es schon soweit? Ist es nicht. Ich höre gar nicht unseren Ofen pling-pling machen. Ah, jetzt. Ha! Meckern muss man. Meckern muss man. So. So, jetzt habe ich wahrscheinlich... Ich habe nur eins der Colts mit rausgenommen, ne? Oh ne, zwei. Okay. Ich wollte gerade sagen, dann reicht's gleich nicht, um hier die Frames mit Holz zu verkleiden. Wenn es dann soweit ist, aber noch ein bisschen. Ist noch ein bisschen. Ich würde auch gerne, aber ich fürchte, wir kriegen das Crafting Grid bis zur Nacht nicht mehr leer. Also können wir die Pistole nicht mehr reparieren vorher, weil die ganze Zeit zu tun haben, wo so Pistole reparieren, sollte man schon mal einfließen lassen zwischendurch. Hab ich euch erzählt, warum ich hier innen jetzt Holz mache? Weil es billiger ist. Und das ist ja eh, die äußere Wand ist ja eh da, um die Leute abzuhalten. Kommen wieder Spiders. Die sehen zumindest aus wie Spiders, haben aber keine Geräusche gemacht. Komisch. Komische Kreuze. Können wir gleich unseren... Ist ja nur der Wehrwall, wo man draufsteht und die Leute abschießt dann. So. Muss ja keinen abhalten. Darauf wollte ich hinaus. Da will ich ja nur draufstehen und da muss nicht teuer sein. Also ich meine, sind wir ehrlich, so eine Betonwand hier, die Wahrscheinlichkeit, dass die Zombies die kaputt hauen, ist nicht so gegeben, wie dass sie drüber klettern. Und da hilft auch eine zweite Mauer dann nichts gegen. Warum? Yes! Oh oh. Shit, da haben wir zu lange gebraucht. Jetzt spawnen hier die Leute. Kakus. Das ist natürlich, das können wir jetzt nicht gebrauchen, Kinder. Oh, Mann. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Und die spawnen und spawnen jetzt. Oh, können wir gleich nochmal die Spikes freibuddeln gehen. Shit, ey. Das hat ja richtig super funktioniert, ey. Ganz klasse. Aber wie wir mit der Situation umgehen, das erfahren wir leider erst beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play 7 Days to Die. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüssli Müsli.